aber davon leben sehr viele Personen. Wenn man dann auch noch denkt, wie viel der Gast auch im Winter ausgibt im Vergleich zum Sommer, das haben wir die Statistiken ja vor weniger Zeit bekommen, also im Winter gibt er durchschnittlich 42% mehr aus als im Sommer. Wenn wir bedenken, dass wir in Südtirol ca. 26 Millionen Nächtigungen haben, 10 Millionen haben wir im Winter, 16 Millionen im Sommer, wenn ich das dann umsetze, dann erwirtschaftet der Winter nur 11,5% weniger als alle Gäste im Sommer. Also im Sommer sind 60% mehr Gäste, aber wir erwirtschaften mehr oder weniger gleich viel wie die 10 Millionen Nächtigungen im Winter. Also das besagt einfach schon, dass der Tourismus, in dem Fall eben statt, ich spreche für die Wintersportgebiete, aber dass der wirklich eine sehr große Bedeutung hat. Dann indirekt auch, und das ist vielleicht gerade für die Jugend schon wichtig, wenn wir bedenken, dass die Betriebe, die wirklich Weltruf haben, nicht, also sind wir ein paar Herstellerbetriebe, die wirklich Weltruf haben, die arbeiten auf diesem Sektor, nehmen wir her Leitner, Doppelmeier, Technologien, Nivis, Saleva und so weiter. Und das ist natürlich auch eine tolle Herausforderung für die Zukunft, gerade auch in diesen Betrieben zu arbeiten und die auch wirklich Zukunft haben, weil Leitner hat natürlich begonnen bei den Liftanlagen, Skiliftanlagen, wendet sich aber an ganz anderen Technologien. Ihr habt ja davon gehört, was sie in Perugia machen oder was sie in Hongkong gemacht haben oder in anderen Gebieten. Also die Beförderung von sehr vielen Menschen in kürzester Zeit mit diesen Anlagen, die natürlich hauptsächlich im Wintersport entstanden sind, aber für andere Situationen sehr interessant sind. Also das ist einmal, was ich dazu sagen wollte, damit man auch weiß und damit man auch versteht, dass, wie vorhin schon erwähnt worden ist, also wir können auch... Die Skigebiete können die Berge bestimmt nicht kaputt machen. Man sieht es ja auch, wenn es dann so weit ist, dass irgendetwas nicht, aber wenn die Tascheralm unbedingt aufgelassen werden muss, in 10 Jahren, wenn einer von auswärts kommt, dann weiß er gar nicht mehr, dass dort einmal ein Skigebiet gegeben hat. Wenn man natürlich alles wieder wegtut, wie es natürlich sinnvoll ist und im Grunde genommen auch von Landschaftsschutz vorgeschrieben würde, ne? Dann merkt man eigentlich nichts mehr davon. Also die Natur holt sich ihr Gebiet schon zurück. Und noch etwas eben, der Engl hat es natürlich ein paar Mal angesprochen und auch andere. Also es ist nicht alles Naturlandschaft, was wir haben, es ist hauptsächlich Kulturlandschaft. Und ich bin glücklich, dass es bei uns diese Kulturlandschaft gibt, weil sonst hätten wir überall nur Wälder, also grün wäre ein Wald. Wenn wir dann nichts gemacht hätten und nicht mehr, wenn unsere Bauern nicht mehr die Wiesen mähen würden oder wenn es auch nicht Skipisten geben würde, dann wäre halt alles nur ein Wald. Ich glaube nicht, dass dann die Gäste daherkommen würden, um die Wälder anzusehen, weil das können sie im Bayerischen Wald ebenso und auf der ganzen anderen Welt. Zu uns kommen sie, weil wir eine super schöne Kulturlandschaft haben und ich kann nur hoffen, dass sie so lang wie möglich beibehalten wird, wie sie jetzt ist. Alex, vielleicht oder Herr Oggiano, was würden Sie dazu sagen? Es gibt ja auch Leute, die nicht vom Tourismus leben und die schauen müssen, wie sie damit fertig werden, mit den ganzen Menschenmassen fertig zu werden, mit Wohnungsnot fertig zu werden, Verkehr und so weiter. Also als erstes möchte ich mich bei Herrn Perathoner bedanken, weil er endlich einmal einen Gegenstand für die Diskussion geschaffen hat, indem einmal Zahlen genannt worden sind. Allerdings finde ich sie zum Teil ein bisschen eine Verniedlichung, ja, weil wenn wir das jetzt zum Beispiel ausdrücken, im Sinne von zum Beispiel wie viel Hektar Skipisten wirklich einnehmen, dann glaube ich, versteht jeder, dass natürlich das Belastungsgebiet ist ja nicht die Skipiste allein, das ist das gesamte Umfeld. Das heißt, die Skipiste mag so und so viel Hektar ausmachen, aber dann gehört natürlich, dann gibt es Rahmenprobleme wie Verkehrsbelastung, die natürlich dann natürlich auch, das sind Sachen, die man mit berücksichtigen muss. Wir sind, glaube ich, die ganze Runde sehr einverstanden damit, dass das Problem ja nicht der Berg ist, sondern die Belastung von uns. Also in dem Sinne vielleicht der Bevölkerung, der Südtiroler Bevölkerung, aber ich würde dann auch schon in den weiteren Jahren auch sagen, allgemein, der Menschheit. Was ich persönlich
Ich würde jetzt einmal so einen Rahmen schaffen, damit man auch den Überblick gewinnt. Südtirol ist ein Land, das sehr reich ist, natürlich auch durch den Tourismus, das allerdings zum Beispiel von der EU aus gesehen als ein strukturschwaches Gebiet gesehen wird. Das heißt, wir bekommen, viele fragen sich, warum bekommt man in Südtirol so viele EU-Gelder? Das ist damit verbunden, dass wir trotz unseres Wohlstandes noch einen beachtlichen Teil der Bevölkerung haben, die aus dem Primarsektor, also aus der Landwirtschaft sozusagen, die Haupteinnahmequelle bezieht. Und insofern ist es jetzt etwas kritisch, weil ich dann natürlich dann zugeben muss, dass der Tourismus zwar keine ideale Lösung ist, aber irgendwie gezwungenermaßen fast unsere einzige Möglichkeit ist, weil sie die einzige Brücke darstellt, in der wir die Bergbewohner, also in dem Fall Landwirtschaftstätigen, auf den sogenannten Tertiärsektor bringen können, also in den Bereich der Dienstleistungen, was eben von einer modernen Wirtschaft erwartet wird. Was mir aber jetzt, um ein bisschen kritisch zu sein, ich muss ja meine Seite verteidigen, ist, was mir fehlt, ist in Südtirol eine klare Richtung. Das heißt, wir haben Massentourismuserscheinungen, die natürlich mit einer gewissen Belastung verbunden sind, also sprich Verkehr, Umweltverschmutzung, dann natürlich auch hier, wie ich vorher schon erwähnt habe, auch die soziale Belastung. Ich will das jetzt nicht vertiefen, aber ich glaube, jeder weiß, was es, die Probleme, die zum Beispiel auf sozialer Ebene mit dem ganzen Urlaub auf dem Bauernhof verbunden sind. Sie haben Familien, die wirklich nicht mehr zueinander finden, weil sie ständig Gäste im Haus haben. Also da gibt es auf der einen Seite diese Massenerscheinung, die auch, glaube ich, wenig mit der Vermarktung unserer möglichen Kultur oder Kulturlandschaft zu tun haben. Ich will jetzt nicht zu provokativ wirken, aber Kassenroter Spatzen, glaube ich, ist jetzt nicht unbedingt ein positives Erscheinungsbild unserer Kultur. Ich finde das eher, da kann sich jeder, seine Meinung haben. Auf der anderen Seite richten wir uns einfach ein bisschen hochwertigen Tourismus, mit der natürlich Vorstellung, dass man da weniger Leute ins Land bekommt, die dafür aber mehr bezahlen. Sprich ein bisschen auch, wie das zwischen Sommer- und Wintertourismus der Fall ist, weil wir ja gerade gesagt haben, dass der Wintertourismus, obwohl die Saison ja kürzer ist, nicht viel weniger Umsatz macht als der Sommertourismus. Also was mir da fehlt, ist ein bisschen eins, die Richtung, die wir einschlagen wollen. Es scheint in manchen Richtungen nochmal Massen zu gehen und dann wieder mal auf qualitativ, weil dann natürlich zum Beispiel Hotels, die auf jetzt zum Beispiel sowas wie Wellness oder Beauty Spa ist zum Standard geworden. Und das wirft dann wieder eine Problematik auf, weil wir ja in Südtirol momentan, ich finde, Südtirol hat eine sehr gute Konzeptarbeit. Und wir sind einmal italienweit sind wir führend, was zum Beispiel jetzt die neuen Konzepte im Energiebereich sind. Und dann kommt aber im Tourismus diese Erscheinung des Wellnessbereiches, der doch eigentlich genau in die entgegengesetzte Richtung geht. Und da weiß ich jetzt nicht, von dem die Entscheidung abhängt. Ich merke schon, der Engl möchte dazu was sagen. Ja, es ist klar, wir sind 450.000 Südtiroler und wir müssen mit 5 Millionen Touristen auskommen. Das sind die Fakten. Die Frage ist, wie sollen diese Touristen sein, damit wir am besten mit ihnen auskommen? Und da sollten wir zumindest nicht die Arroganz haben, zu glauben, dass wir uns das alles aussuchen können. Das täten wir natürlich gern. Und so ist es halt nicht. Herr Eisendle hat recht, das bestimmt der Markt. Wir können natürlich in dem Markt, ich sage einmal, beschränkt steuern. Beschränkt steuern kann man, indem man sich definiert auf eine ganz bestimmte Ausrichtung hin. Und jetzt, was Sie angesprochen haben, könnte ich alles unterschreiben. Wir befinden uns momentan genau an einer Übergangsphase, Bruchstelle, wie auch immer Sie das heißen möchten. Und ich sage, ich habe jedenfalls einen guten Spatz mir gefallen oder nicht, ist jetzt ja nicht die Frage. Die Frage ist, dass es offensichtlich Menschen gibt, die dafür ihr Herz, Hose und ich weiß nicht was verkaufen, damit sie einmal den Norbert Rier, der übrigens ein absolut netter Mensch ist, ein absolut guter Profi ist, dass sie den einmal sozusagen hautnah erleben können. Auf der anderen Seite gibt es gleich viele Menschen, die das ablehnen und die sagen, das möchte ich
Nie. Aber es ist so wie Bildzeitung, also niemand will sie lesen und trotzdem hat sie die höchste Aufschreibung. Oder bei McDonalds war ja auch noch niemand, obwohl die eigentlich die besten Umsätze fahren. Und jetzt glaube ich, so verlogen sollten wir nicht sein, zu glauben, wir könnten das eigentlich steuern. Nicht? Das ist, es ist so, was wir aus Südtirol können, und da glaube ich, müssen wir einiges tun. Wir müssen unsere Ausrichtung klar definieren. Wir müssen sagen, nicht wie es jetzt ist, sondern wie soll es in 10 Jahren sein. Das interessiert mich. Und daraus, glaube ich, haben wir Steuerungsmöglichkeiten. Wir können heute schon etwas beeinflussen, was wir denn haben, so wie bei den Wahlen. Da sagt man, man hat die Regierung, die man sich verdient. Beim Tourismus ist es gleich. Wenn man eine bestimmte Ausrichtung wählt, dann kriegt man nach 10 Jahren das, wo man sich, auf was man sich ausgerichtet hat. Und jetzt sage ich, in Südtirol hat man im Tourismus eigentlich keine Erfahrung noch. Weil der Tourismus ist jung. Wir sind ein Gewerbe, das im Wesentlichen self-made gemacht worden ist. Und ich sage mit großer Ehrfurcht vor allen jenen, die sozusagen sogar ihre Kinder, ich bewerte das ethisch nicht, ob das gut oder schlecht ist, ich sage nur die Ehrfurcht vor jenen, die durch harte Arbeit, durch das Aufgeben des eigenen Wohnzimmers dafür gesorgt haben, dass Südtirol heute in dieser Lage ist. Und vor denen habe ich Ehrfurcht. Das ist Arbeit, das ist konsequent, jetzt sage ich. Jetzt können natürlich wir heute in der Vergangenheit bewerten das als furchtbar. Aber das finde ich nicht fair. Das finde ich nicht fair. Ich finde gut, dass man sagt, dass diese Zeit nicht jene ist, die sich aus dem Erfolg fortschreiben muss für die nächsten 20 Jahre. Und da hat Hans-Peter Eisendle etwas ganz Richtiges gesagt. Die Menschen polarisieren sich momentan in ihrem Verhalten, also was sie denn von ihrem Urlaub abverlangen, sehr stark. Es wird auf der einen Seite, gibt es Menschen, die sind Konsumisten von künstlichen Erlebniswelten. Von denen ich sage, wir sollten in Südtirol vermeiden, wir brauchen sie nicht. Es gibt andere, und diese Menschen muss man dann konsequent verlieren wollen. Weil man muss wissen, wenn man für diese Menschen das Club-Erlebnis nicht baut, dann werden die Menschen Südtirol nicht mehr besuchen. Das ist klar, wenn ich sozusagen nicht Ibiza und Rimini nacheifern will, dann muss ich wissen, dass ich junge Menschen verliere, konsequent. Aber ich muss mir dessen bewusst sein. Ich glaube, dass wir in Südtirol da nicht auf einem ganz schlechten Weg sind. Ich sage nicht auf einem ganz schlechten Weg, denn zumindest haben wir definiert, Südtirol ist kein Halligalli-Land. Wir sind die Menschen, die das nicht können. Ich meine, auf österreichischen Wiesen wird mehr Nacht getanzt als bei uns. Das ist Fakt. Wir können es nicht, wir wollen es nicht, wir sind keine guten Verpackungskünstler und wir sollten es auch nicht tun. Und ich sage, auf den Skipisten würde ich 80% sämtlicher Musikboxen abschalten. Weil es ein kultureller Angriff ist, wenn man im Anblick der Dolomiten hinten von Hansi Hinterseer überfallen wird. Das ist brutal. Das tun nicht alle. Ich sage, wissen Sie, jetzt ist es so, es tun halt nicht alle, aber es tun immer mehr, weil immer mehr Menschen verstehen, Hans-Peter Eisler hat das sehr gut gesagt, die Menschen kommen hierher, weil sie eigentlich etwas verstehen wollen von diesem Land, weil sie eigentlich Hintergründe erfahren wollen. Und wir sehen, dass es kleine Zielgruppen gibt, die genau das möchten. Ich bin davon überzeugt, dass diese Zielgruppen wachsen und unsere Ausrichtung ist eher für diese Leute etwas anzubieten. Das heißt, die Dolomiten-Sagen werden möglicherweise wichtiger als Skilifte. Ich sage es mal ganz provokant. Ich glaube, dass die Bergbau 4.800, die wir haben, gleich wichtig sind wie die 4.800 Hotels, die wir haben. Dass man viel Geld ins Land scheffeln muss, damit diese Bergbauern Produzenten bleiben dürfen, weil sie ja nicht Landschaftspfleger sein wollen, und da bin ich überzeugt, das will niemand, muss man höchstwahrscheinlich 2 Dinge tun. Auf der einen Seite Gelder umverteilen und auf der anderen Seite auch schauen, dass es einen Nebenerwerb gibt, weil die Haupterwerbsbauern gibt es zumindest in der Berglandschaft extrem wenige. Wenn es dort keinen Tourismus gibt, kann man sich anschauen, was rund um Südtirol aus den Tälern geworden ist. Kann man das anschauen, was da passiert, wenn nichts passiert. Also glaube ich, Ausrichtung, gebe ich Ihnen völlig recht, wir in Südtirol diskutieren viel zu wenig darüber. Was soll denn wirklich sein? Und ich habe eine Vision von Südtirol, von der ich glaube, Südtirol muss es wert sein, anstrengend bleiben nach Südtirol. Südtirol ist ein Land, das sich nicht so schnell erschließt, zumindest einige brauchen Jahre zu verstehen, was hier läuft.
das ist ein Land von... È interessante se qualcuno diventa dominante del gruppo, no? Perché poi dopo si crea il dibattito. Io non voglio dire niente perché sono, mi sembra, sono molto interessato al modo di pensare di Christoph Engl, che è la prima volta che lo conosco di persona, e soprattutto perché il mio lavoro e la cosa di cui mi occupo, ripeto, è completamente collegata al fenomeno del turismo, anche storicamente è stato così, è sempre stato così. Il paesaggio è nato ed è stato un valore quando il turismo lo ha definito così. E questo secondo me è la cosa che, ripeto, il paesaggio c'è comunque una condizione su cui tutti siamo d'accordo. È stata sottoscritta a Firenze nel 2000, la Convenzione Europea sul Paesaggio. Tutti gli stati che hanno sottoscritto questa convenzione sono d'accordo sul fatto che il paesaggio è tutto quello in cui l'uomo si muove e che l'uomo trasforma. Ed è tutto quanto, quindi giustamente non solo il paesaggio naturale, ma il paesaggio culturale, il paesaggio delle città e il paesaggio delle periferie, tutto questo ha bisogno di un'attenzione. L'attenzione non vuol dire la protezione, non vuol dire l'esclusione, non vuol dire spesso appunto la tutela del paesaggio e anche il movimento ambientalista è stato sempre considerato e anche storicamente è stato sempre vicino alla conservazione, anche nel senso più deteriore del termine, è sempre stato pensato come un punto reazionario rispetto a tutto il meccanismo della società, perché ha sempre frenato quello che una volta veniva definito il progresso. Ha detto fermiamo le cose, interrompiamo i flussi di investimento perché quello deve rimanere così com'è. E anche questo secondo me è sbagliato. E questo insomma, secondo me è una cosa che in questo dibattito deve uscire. Qui non si tratta di fermare qualcosa o di fare tutte piccoli chalet in giro per l'Alto Adige perché sono più belli che i grattacieli che si costruiscono in Svizzera in un punto con contesto paesaggistico uguale. Si tratta di avere un'idea di che cosa succede in futuro pensando appunto alle cifre che ha ritrovato il dottor Perathoner. Voglio solo ricordare una cosa però sulla lei ha considerato questa piccola percentuale di territorio che viene utilizzato per l'uso come piste da sci, però ricordiamoci che di tutto il territorio dell'Alto Adige dei 740.000 ettari di cui parlava lei, il 40% sono bosco, circa la metà è paesaggio incolto o è roccia, che è quella che usa Eisendle per il suo lavoro, e solo una piccola parte, il 15%, è quella dove vivono gli uomini. Anche se possiamo anche collegare con strade le malghe, i boschi, quello che volete, ma rimane sempre comunque questa strisciolina di strada, rimane sempre una piccolissima percentuale rispetto a tutta la percentuale di superficie dell'Alto Adige che non è usata dalla cultura, dal paesaggio culturale, dal modo di abitare dell'uomo in questa terra. E quindi secondo me, adesso comincio un po' anch'io a tirare fuori qualche... quindi le cose importanti sono che appunto solo questa piccola parte è quella, a parte quella che si vede, quella che i turisti guardano quando vengono qui, è solo questa piccola parte, è la parte dove noi trasformiamo. E voi vi siete accorti della trasformazione perché in questo momento, in questi ultimi 50 anni, la trasformazione del paesaggio è avvenuta in modo molto più veloce di quanto succedeva nelle epoche precedenti. 150 anni fa, se voi guardavate San Genesio, rimaneva così anche per i vostri figli e anche per i vostri nipoti.
negli ultimi 40 anni, se avete guardato San Genesio, io lo posso fare perché sono nato 48 anni fa a Bolzano, quindi potevo guardare direttamente San Genesio, e se mi fossi fatto tante fotografie, come fanno in Francia per studiare il paesaggio, mi sarei accorto che San Genesio è diventata tutta un'altra cosa. Però la superficie di trasformazione che ha occupato San Genesio per ampliarsi rispetto all'Alto Adige rimane sempre comunque una piccolissima parte. È su questa parte piccola che secondo me bisogna cercare di trovare una misura nel senso di un modo di contenere. Contenere vuol dire produrre la qualità. Questo lo pensano tutte le persone che trasformano il territorio, pensano che è il momento di cercare di trovare, come dice lei, una direzione, magari anche sfidando altri gruppi di interesse che magari dicono guarda che quella non è la strada giusta, però trovando una misura, cioè trovando una dimensione che sia propria per tutte le componenti della società. Voglio dire ancora due cose per finito. Un'altra delle cose importanti per cui in altri posti della terra accadono delle guerre è l'acqua. Una delle cose importanti, lo ha ricordato anche se un po' aggirando il problema, il problema dell'acqua è il problema che deciderà per esempio la parte invernale della vendita delle piste da sci. Se nei territori, negli ambiti sciistici non si risolve il problema dell'innevamento, sarà difficile continuare a vendere piste, oppure sopravviveranno soltanto le piste che hanno l'acqua. E sopravviveranno le piste se la temperatura della terra o la temperatura dell'Alto Adige o i sistemi per produrre la neve rimarranno sopravviveranno a questo leggero aumento della temperatura generale, perché anche 1-2 gradi di differenza media della temperatura dell'aria comporta una differenza di innevamento e quindi una qualità della pista. E l'ultima cosa solo che ricordavo anche Engl, è la questione dei contadini. A Selva, non ricordo più quanti sono, l'80% delle persone abitanti vivono del turismo, credo che li conosco meglio la Badia per questione di lavoro, li conosco tantissimi contadini che d'estate mi dicono, quando io chiedo ma lei quando va questo naso, cosa fa poi d'estate se d'inverno con i cavalli trasporta gli sciatori su e giù e proprio? E lui mi dice, d'estate, ha detto, avrà la stalla, le mucche, l'alteggio, avrà la baita. D'estate lui si riposa. E dice, io d'estate mi riposo. E allora, giustamente, sì, ha ragione, però vuol dire che una risorsa che si sta perdendo di quello che pensano magari molti dell'Alto Adige è l'aspetto rurale. Cioè, il contadino d'estate si riposa, non faccia no, ma sono pochi, nel senso che la risorsa contadina secondo me deve essere rivalutata, nel senso che non possono rimanere semplicemente solo a mettere a tagliare del fieno, insomma ci sono quelli che producono la carne, quelli che producono i formaggi, però probabilmente dovranno essere formaggi e carne di grande qualità e che possano offrire una grande possibilità di ospitalità di qualità al turista. Secondo me sono tante di queste piccole cose che bisogna tenere in considerazione. Poi finito. Die Lebensqualität an einem Ort anders definieren als jemand, der an einem Ort lebt in Südtirol. Ich glaube, es ist eigentlich ganz einfach, wenn man die Welt beobachtet. Also wir reden ja von der Zukunft, von Visionen. Und ich glaube, dass alles in Entwicklung ist. Bisher haben wir halt die Skipisten verkauft, werden wir weiterhin gut verkaufen. Es gibt nur
Platz für wenige Pisten in Südtirol sind der Kronplatz und die Sellerrunde weltweit erfolgreich. Alles andere kann man auf dem globalen Markt vergessen. Also da sind wir erfolgreich. Was die Zukunft ist, das sind einfach viele aufstrebende Staaten wie Brasilien, Indien, China, riesengroß. Die leben in einer rasenden Geschwindigkeit, die leben das ganze Jahr voll im Stress, die verfügen über sehr viel Geld. Und was tut man, wenn man das ganze Leben im Stress lebt? Man wird in der Freizeit die Stille suchen, die Ruhe, irgendetwas, wo wirklich das Gegenteil stattfindet als im Alltagsleben. Und da glaube ich, könnte Südtirol, wenn es diese Infrastruktur weiterhin führt, wie eben Kronplatz oder die Sellerrunde, und zusätzlich viel mehr beginnt, diese Ruhe zu vermarkten und diese auch zu erhalten. Und das Gleichbleibende, also dass Dorfbilder sich nicht in 2 Jahren ständig verändern, wenn der Tourist, der immer wieder zu uns kommt, etwas vorfindet, was immer gleich ist. Ich glaube, dass das eine Erfolgsvision für die Zukunft sein könnte, dass wir viel mehr in diese Richtung arbeiten, die es bisher auch immer gegeben hat, aber die viel zu wenig Aufmerksamkeit gefunden hat. Jetzt was mein Bereich betrifft, also die Bergführerei, diese Nische in den Nischen, die ziemlich unwichtig ist, die könnte aber auch vorbildhaft sein. Also man geht mit ganz kleinen Gruppen oder mit einzelnen Menschen dorthin, wo man eigentlich nichts verloren hat, wo man relativ schnell wieder zurückkommen muss, weil das nicht unser Lebensraum ist. Aber diese Menschen erzählen auf der ganzen Welt herum, was es da noch gibt, dass es da noch so artweise Flecken auf der Landkarte gibt, obwohl es die nicht sind. Auf jeden Fall glaube ich, dass die Ruhe und diese einzigartige Landschaft in Südtirol, also Dolomitenberge auf der einen Seite, Gletscherberge mit wenig Infrastruktur, also maximal Schutzhütten, Zustiegswege, dass das in Zukunft mehr zu vermarkten wäre wie irgendein Alpiner Event, wenn man da irgendwo mit 50 Leuten von mir aus 24 Stunden herumläuft. Das ist zwar auch irgendwo in der Natur, aber das, glaube ich, machen sie auf der ganzen Welt besser. Da sind wir Südtiroler nicht gut genug, um solche Las Vegas-Geschichten da zu veranstalten. Aber ist das nicht